Ja, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Ladi Plati. Birdie ist die Steve und euer Let's Play Retro World. Wir sind beim vierten Mitglied der Top 4 angekommen. Wenn wir jetzt einen Trank hätten, hätten wir Pedramon komplett heilen können, aber wir haben leider keinen mehr. Jetzt hast du mich normalerweise dabei erwischt, als ich gerade ein Stückchen vom Adventskalender im Mund hatte. Ja, ja, die Adventszeit. Wahrscheinlich mittlerweile seit 2 Monaten vorbei. Das ist echt geil. Inception. Auf jeden Fall, Mann. Ja, ich würde sagen, wir lassen wie immer Quaker vorne. Genau. Heilen müssen wir denn nicht. Man hat bisher jeder getötet, ne? Wahnsinn. Volvagia auch? Ja, stimmt, genau, den Eingut. Ja, Volvagia hat den Eisgolem getötet. Na ja, gut. Na, gutes Timing. Ich habe gerade ein Buch beendet. Erlaube, dass ich mich vorstelle. Mein Name lautet Lucian. Ich bevorzuge Psycho-Pokémon. Ich muss schon sagen, ich bin ganz angetan von dir. Stil hätte jetzt, wenn er keine einzige Psycho-Legende hätte. Ich meine, das Psycho-Trio ist schon raus. Und Cresselia ist auch schon weg. Er hat ja noch Mewtwo und so ein Shit, ne? Also, ich glaube, Psycho-Pokémon gibt es tatsächlich noch einige. Lugia zum Beispiel und so. Dass du es so weit geschafft hast, beweist mir einiges. Man sagt, ich wäre der härteste Top 4. Du siehst, für mich gilt es, einen Ruf zu verteidigen. Ich werde gegen dich also Vollgas geben müssen. Zum zweiten Mal. Und jede Top 4 hat irgendwie so einen Strebertypen immer, oder? Kannst du jetzt damit einen Typen mit Brille, oder? Wie meinst du das? Oh, Lavados. Wenn ich das schon sehe, ja, bekomme ich... Ach, weißt du, ich fand das eigentlich alles so im Nachhinein betrachtet. Ist das eigentlich alles ganz witzig und ganz cool, ne? Ja, das durchaus. Also, ich meine, jetzt vor allem einen anderen Trainer damit zu sehen, vor allem, weil das dann bedeutet, dass er auch Zapdos hat. So, der Delegatus ist mir ziemlich egal. Der Delegatus sieht ja cool aus. Los, Lavados, verwandle dich in eine Rihorn-Puppe, Rizeros-Puppe. Ja. Oder Nidoking oder was es auch immer für ein Pokémon sein soll. Aber sieht aber schon immer so aus, oder? Naja, in der ersten, da sah das natürlich noch ein bisschen anders aus. Ich weiß aber ehrlich gesagt, also es war aber auch so eine Puppe, ja. Ich dachte mal, in der ersten Gen war es tatsächlich irgendwie eine Rizeros-Puppe, oder? Ich guck mal nach. Ich hatte irgendwie auch so was, zumindest im Hinterkopf. Das Schöne ist natürlich, dass jetzt, Toxin immer stärker wird. Ich meine, da habe ich auch natürlich damals immer so gespielt auf ein Aerodactyl-Toxin. Das ist eine offensichtliche Attacke. Genau, es ist eine Rizeros-Puppe. Im Pokémon Stadium zumindest. Ja. Sieht aber total cool aus. Ah, es wird. Ja, okay, gut. Ich wollte gerade sagen, es wird nicht genug sein. Knapp nicht genug. Aber der Vorteil ist, jetzt bekommt er nochmal ordentlich was abgezogen durchs Gift. Und hier machen wir wieder Fliegen. Obwohl, nein, ist ja wahrscheinlich... Ja, dann ist okay. Ist egal. Dieser Lava, der sieht so schon richtig bedrohlich aus in Schwarz. Mir gefällt er auch richtig gut. Also das ist eins der wenigen Dark-Pokémon, die mir sehr gut gefallen. Ja. Wie mit euer Toxin schon abzieht. Echt heftig. Ja, Step-Fliegen, das reicht nicht aus. Nee. Aber Ruhe, das ist ganz gut. Ja. Aber heil dich schön, dann kannst du keine Top-Genesung einsetzen und stirbst nächste Runde qualvoll am Gift. Es ist natürlich die Frage, ob wir jetzt einfach eine Stärke nutzen. Ich frage, na, obwohl er wahrscheinlich eine Top-Genesung jetzt. Ich mach Stärke. So willst du deine Top-Genesung? Finde ich aber krass, wie er dann einfach so ein 6 Level höheres Pokémon basht. Oh, das wird dir nicht viel bringen. Nee, das wird dir wirklich nicht viel bringen. Tötet die jetzt eigentlich schon nicht das Toxin? Müsste. Das wird ja immer stärker.
Schade. Das ist, jetzt kommt auch die Top-Genesung. Ja, das ist jetzt echt blöd. Jetzt kannst du wahrscheinlich nochmal ein Toxin machen. Ne? Ja, ja. Das ist gerade dumm gelaufen. Und es dauert. Um das Fischgit zu nehmen. Natürlich. So, das war das letzte Toxin. Wir müssen erstmal einen Äther auf Toxin nutzen. Naja, das ist doch gut. Können wir wenigstens mal unseren Äther gebrauchen. Ich glaube, ich heile mal. Ja, und ich finde es eigentlich mal ganz gut, dass wir jetzt hier nicht nur unsere Standard-Pokémon nutzen, sondern auch mal die anderen. Ich meine, klar, wir könnten jetzt wahrscheinlich auch einfach wieder immer Seedraking nutzen, kurz das 2-3 Items reinpushen und dann one-hit jetzt alles. Wir haben ja bisher sehr wenige Items benutzt. Das ist genau. Das Witzige ist ja, die meisten im ersten Kampf, ja. 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 Ja, der Flammenwurf habe ich jetzt auch nicht. Was interessant ist, durch den Erzwingen hat auch relativ schnell keinen Flammenwurf mehr, ne? Und dann? Muss er Verzweifler einsetzen? Muss er irgendwas machen, was wahrscheinlich nicht effektiv sein wird. Was Flammenwurf ja nicht ist. Ja, was noch schlechter ist. Wie ist das eigentlich, wenn man jetzt in der Luft ist und dann eine Attacke einsetzt, der Gegner hat eigentlich einen Zwinger, kriegt man trotzdem 2 AP auf die Attacke? Klar, warum nicht? Man muss ja 2 AP benutzen, um die Attacke einzusetzen, ne? Hm. Blöd, dass man Lavados nicht mit Erdbeben angreifen kann. Ja, Ruhr. Aber, naja, ich denke mal, du solltest ihn jetzt eigentlich demnächst. Also Hand hat ja auch einen Zwinger, oder? Deswegen verlieren wir gerade so viel AP. Da habe ich ehrlich gesagt am Anfang des Kampfes nicht drauf geachtet. Ich auch nicht, aber ich hätte jetzt nur noch 3 Fliegen-AP. Hast du davor vielleicht schon Fliegen benutzt, ein paar Mal? Ja, aber nicht so oft. Also wir hätten jetzt 3. Ich schaue jetzt gleich mal nach, wie viel AP wir jetzt noch haben. Ich denke, jetzt haben wir nur noch 1 AP für Fliegen. Sehr gut. Vielleicht? Ah, blöd. Ja, so der Super Ruheort verliert er natürlich nicht. Da funktioniert der Erzwinger ja nicht drauf. Ein Zwinger funktioniert nur für Attacken, die direkt Schaden machen. Und ja, er hat einen Erzwinger. Da ist natürlich ein bisschen nervig. Wie konntest du das jetzt mit nur einem AP machen? Na, weil es. Ich glaube, man benutzt nur ein AP und es wird dann quasi, immer wenn man so eine Attacke benutzt, einfach noch ein weiterer AP abgezogen. Okay. Und so hat er halt. War die Bedingung dafür, dass man ein AP hatte, erfüllt. Und 0 minus 1 ist, wenn man mit natürlichen Zahlen rechnet, 0. Also das kann man ja nicht machen sozusagen. Keine Ahnung, es hätte ja sein können, dass er dann einfach sagt, braucht 2 AP, um die Attacke einzusetzen, so ungefähr. Ja, aber dann sieht man es so, dass es nicht funktioniert. Ja. Und selbst kann man das Ganze validieren. Oder sie verifizieren. Ja, nutzt mal Stärke. Vielleicht reicht es sogar. Ich denke mal, wird knapp nicht reichen. Ja. Aber na gut, dafür tötet ihn das Gift jetzt auf jeden Fall. Ja. Oh, Quaker brennt. Stein, der brennt. Stell mir das mir sehr interessant vor. Aber du hast ja eh kein Toxin, also keine AP mehr auf Toxin. Genau. Arctos. Volvagia könnt ihr mal wieder was versuchen zu machen. Ja. Los, Arctos. Ohrschnabel. Der kann nur Schnabel. Aber eigentlich sehr witzig, das. Blaziken oder Volvagia oder Logok oder wie auch immer, dass er kein Vogel-Pokémon ist. Ja, und es kann als einziges Nicht-Flug-Pokémon Sturzflug, glaube ich, erlernen. Ja. Mach mal einen Protzer. Ich meine, eine Flugattacke. Was soll denn kommen? Himmelsfeger? Ja, mach einen Protzer. Toxin. Gegner sind mit allen Wassern gewaschen. Ich muss ja ganz offen immer sagen, dass es für mich ja immer 4 legendäre Flügel gibt. Für mich zählt irgendwie immer Aerodactyl noch dazu. Naja, Aerodactyl ist jetzt nicht wirklich ein Vogel. Ja, eigentlich ist es ein Drache.
Auch wenn er irgendwo ein bisschen auf einem Archaeopteryx basiert, aber eigentlich ist er... Er ist Drache-Vogel. Ja, genau, Drache-Vogel. Drache-Flugstein, was auch immer. Ja. Super-Ultra-Mega-Aerodactyl müsste es mal noch geben. Es gibt ja ein Mega-Aerodactyl. Oh, cool. Aber er ist leider auch kein Drache geworden. Wollen wir eine Top-Genesung nutzen? Ja, ist gegen Toxin vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich meine, wir haben ja 36, ne? Ja. Also, ich muss schon sagen, ich hätte nicht gedacht, dass die Top... Ich hatte ja wirklich kurz überlegt, ob ich meine Pokémon alle auf 90 hochtrainiere für die Rematches. Eingefroren? Na komm, sind schon eingefroren. So aus Prinzip. Wie will man denn den Feuer-Pokémon einfrieren? Aber Volltreffer macht er. Ich finde es ja gut, dass jetzt die Pokémon der 5. Gen die Elemente nochmal so besondere Eigenschaften bekommen haben. Aber ich frage mich, warum man jetzt Feuer gesagt, das kann nicht verbrennen. Aber es kann auch eingefroren werden, das ist für mich irgendwie ein bisschen komisch. Ich meine, wie friert man eine Flamme ein? Weiß ich nicht. Beantworte du die Frage. Ist die... Interessant wäre ja eher, wenn ein Feuer-Pokémon eingefroren ist, dann wären seine Feuerattacken so ein Typ Eis. Das ergibt auch keinen Sinn. Nein, das ist eine Eisflamme, Mensch. Kannst du... Obwohl, na, das wird jetzt... Ja, jetzt haben wir uns wahrscheinlich selbst umbringen. Kriegt halt keine Erfahrungspunkte. Ist sehr schade, weil er kurz im Level abstand. Ja, also das Potenzial, dass er jetzt stirbt, ist echt hoch. Also wir bringen es auf jeden Fall um. Ich weiß nicht, ich meine, du musst dir über 100 Schadenspunkte selbst machen. Was ist da? Das hätte mich echt extrem gewundert. Level up. Mensch. Ein Einser dabei. Schön. Lugia. Also eigentlich würde ich ja am liebsten jetzt drinnen bleiben, weil wir was so gepusht haben, ne? Ja, bleib drinnen. Vielleicht kriegst du ja einen Angriff durch. Ey, komm schon, was willst du mit dem Vieh? Lugia wird halt einen Spezialangriff machen. Ja, aber er wird seinen Spezialangriff nicht pushen, also von daher. Interessanterweise dauert der Kampf sogar gerade einige Zeit, weil wir hier mit totalen Duschen kämpfen. Jetzt ist die große Frage, wollen wir es quasi nochmal heilen und eine Chance geben? Nee, Blödsinn, du versuchst einfach einen Angriff zu machen. Flammenblitz. Tja, der kann halt eine richtige Flugattacke. Die sah ganz echt geil aus, oder so? Luftstoß. War es nicht die Spezialattacke von Lugia? Ja, könnte sein. Flugpsycho, ne? Ja. Flugpsycho. Abgangsmotor Spukball. Ist Lugia schneller als ein Buhu? Sag's ja wieder runter. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Init von den Lugia ist. Ich kann ja mal nachgucken. Gengar hat 100 auf jeden Fall. Als Base-Initiative. Das ist jetzt die große Frage. Spukball oder Abgangsbund? Lugia hat 110 Base. Dann ist es... Ja, dann wird es schneller einfach sein. Hm. Dann versuchen wir jetzt einfach einen Spukball. Für mich ist halt die Defense-Werte von Busen halt echt scheiße. Wow. Wenn wir über die Hälfte abziehen, ziehen wir ab. Ich muss sagen, ich gebe denen eine Spezialverteidigung. Alles klar. Weil jetzt haben wir an sich die Chance, dass wir einen Luftstoß überstehen. Wenn sie gerade einen Volltreffer macht, müssten wir den eigentlich überleben. Ja. Na, perfekt. So muss es laufen. Und jetzt kommen wir einen Hyperschrank hingeben. Ach, es wäre so cool, wenn wir mit einem Meisterball Pokémon von gegnerischen Trainern. Ja, weißt du, weil auch da kommt so, oh mein Gott, kann Boo es schaffen? Der Trainer wirft den Meisterball. Ja, warum nicht? Perfekt, ich habe das Pokémon geschwächt. Ja. Wo ich mich eigentlich frage, wie will man ein Geister-Pokémon mit einem Pokéball treffen? Wie schaffst du mit einem Donnerschlag einen Geist-Pokémon zu treffen?
Wie schaffst du mit irgendeiner... Luftstoß zum Beispiel. Ja. Los, Logi, ein Luftstoß. Ja. Gengar, mach dich unsichtbar. Ja, also ich meine, warum kann überhaupt eine physische Attacke einen Geist treffen? Aber ich meine, das Balancing sollte ja auch durchaus beachtet werden. Wow, 2 Trefferpunkte dazu bekommen. Nicht schlecht. Plus 3 Spezialangriff, ne? Er möchte halt töten. Scheimen. War Pflanzepsycho? Es war ein Scheimen. Ja, Pflanzepsycho, genau. Machen wir Spukball. Nee. Ist nur normal effektiv. Vielleicht war auch nur Pflanze? Ja. Ja. Hier macht es keinen Schaden. Das ist, glaube ich, die Zenitform von Scheimen. War ja auch das Event-Pokémon, wo wir dort auf dieser Route 214 waren. Da kann man das normalerweise fangen. Da haben wir es ja auch gefangen. Ja. Aber man weiß halt via... Ja. Normalerweise via Event, ja. Sind stark. Wow. Abgangsbund? Oder noch ein X-Spezialverteidigung? X-Spezialverteidigung. Okay, ich meine, wenn es jetzt, wenn unser Buu stirbt, dann... Ja. Erholung, so ganz random. Mit 75% der ursprünglichen Trefferpunkte. Lang lebe... Die KI. Ja, wow. Ja. Spukwelle. Und jetzt ruft das zurück, es ist so geil. Oh, perfekt, ne? Okay, das Ho-Oh war Flugfeuer, ne? Genau. Die anderen Ho-Ohs sind alle Psychofeuer, ne? Dann machen wir einen Donnerblitz. Genau. Läuterfeuer. Das klingt so, als könnte es uns töten. Das sah cool aus. Oh Mann, ich glaube, die 6. Gem würde ich echt extrem beeindrucken mit den ganzen 3D-Effekten. Dann machen wir Bahamut. Drachentanz. Wow, Risikodecke. Geil, ey. Das fühlt sich so erste Gen an. Wir können keine Attacken auf die Pokémon draufpacken. Was nehmen wir da mal? Das fühlt sich für mich schon fast an wie in der Serie, wo die auch später noch andauernd Tackle einsetzen. Los, ho, Tackle-Attacke! Da hat man schon einen Legi und dann macht man erstmal einen Tackle. Ja, natürlich, was sonst? Wobei Tackle ja in der 5. Gen aufgewertet wurde. Es trifft jetzt immer. Wie? Ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja. Krass, was? Sie haben echt Tackle gebufft. Ich fand das sowieso mal total sinnlos, ne? Ich meine, es gab halt die Starter mit Tackle und die Starter mit Kratzer. Ja, und Kratzer war einfach besser. Genau. Wutanfall. Gott. Oh mein Gott, er hat Zapdos wieder zum Leben erweckt. Ja. Oh mein Gott. Los, Meisterball. Aber mit Lugia hat er zumindest ein Psycho-Pokémon gehabt. Stimmt, genau, das war ja stimmt, nicht mal Scheimen ist ein Psycho-Pokémon. Ja. Das ist echt der Witz. Und wir haben wieder Zapdos sein, bevor es hingehört. In den Tod. Hä, wieso ist das wieder wach? Hä? The fuck? Ich hab keine Ahnung. Hat Scheimen die Fähigkeit, wenn es ausgewechselt wird? Ich glaube ja, die KI cheatet. Also, warum ist das gerade wahr? Steve, im Zweifel cheatet die KI. Also es gibt ein Pokémon in der 5. Gen. Das hat ja die Fähigkeit, wenn man es auswechselt, heilt es KP. Cool. Und das kann man denn mit Voltwechsel spielen. Gott, er erreicht ein neues Level.
So, ganz knapp. Plus 4 Angriff, nice. Tja. Schön, dass du nur ein Psycho-Pokémon hattest als Psychotrainer. Das ist echt sehr ironisch. Glückwunsch, du hast die Top 4 geschlagen. Aber es gibt natürlich noch einen Champ, der uns auch erst vor 5 Minuten platt gemacht hat und gegen den du jetzt ebenfalls kämpfen musst. Ja. Ich frage mich, warum das nicht einfach von Anfang an gesagt wird, dass es noch einen Champ gibt. Ich weiß nicht, warum man es nicht einfach irgendwann die Top 5 nennt. Ja, es ist... Ich finde es halt ein bisschen komisch. Aber na gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich war DSD Steve und... Euer Let's Play Retro World. Bis zum nächsten Mal.